Hallo liebe Solar Fighter, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr euren eigenen VPN-Server einrichten könnt. Mithilfe eines VPN-Servers habt ihr die Möglichkeit, aus dem Internet auf eine sichere Art und Weise auf euer Heimnetzwerk zuzugreifen. Es gibt da verschiedene Lösungen, die man dort einsetzen kann und du hast vielleicht von einigen schon einmal gehört. Besonders beliebt ist zum Beispiel die Lösung OpenVPN, die ist zwar schon etwas älter, aber auch sehr ausgereift. Etwas neuer hingegen ist die Software WireGuard, die ist auch schon sehr gut, aber noch nicht ganz so stabil wie OpenVPN aus meiner Sicht. Ich möchte euch heute zeigen, wie du bei dir zu Hause einen solchen VPN-Server, nämlich auf Basis von OpenVPN, in Docker in einem Container einrichten kannst. Ich nutze dazu, wie üblich, hier eine virtuelle Maschine. Du kannst das Ganze aber natürlich auch direkt auf einer Hardware installieren. Aktuell steht die Lösung leider noch nicht in einer Multi-Arch-Image-Variante zur Verfügung für Docker und lässt sich damit nicht ohne weiteres auf einem Raspberry Pi nutzen. Du hast aber trotzdem die Möglichkeit, das Ganze selbst zu übersetzen, wenn du weißt, wie das funktioniert. Ich helfe dir auch dabei gerne bei uns in unserer Telegram-Community. Also falls du diese Software auf einem Raspberry Pi nutzen willst, melde dich einfach mal und ich zeige dir genau, wie du das auch machen kannst. Wir schauen uns als allererstes mal die Webseite von dem Projekt an. Das Ganze heißt DocoVPN, also DocoVPN für Docker und OpenVPN. Das ist ein zusammengesetztes Wort. Und wir finden hier die Webseite docovpn.io. Die ist erstmal relativ nichtssagend. Dort findest du einige Informationen, worum es da geht. Und hier hättest du die Möglichkeit, auch direkt mit einem Befehl die Software schon zu nutzen. Wir möchten das Ganze aber etwas ausgefeilter machen, weil standardmäßig ist das eine Wegwerflösung. Also er generiert dir deinen Container, erstellt dir ein einziges Client-Zertifikat. Du kannst das dann runterladen und dann mit diesem Zertifikat darauf zugreifen. Wenn du dann das nächste Mal diese Software wieder startest, dann generiert er wieder ein neues Zertifikat und du müsstest dann die Einrichtung auf deinem Client wiederholen. Wir möchten das Ganze etwas nachhaltiger machen. Das heißt, wir wollen, dass dieses Zertifikat auch gespeichert wird. Dazu gehen wir hier auf der Webseite docovpn.io, hier auf dieses GitHub-Repository, Star on GitHub, und öffnen dann hier diesen Bereich. Dort hier in den Quellcode findest du ein sogenanntes Docker Compose YAML, denn wir möchten das Ganze mit Docker Compose lösen. Docker Compose hat den Vorteil, dass es deklarativ ist, also du hast eine Datei und da definierst du ganz klar, wie dein Docker Image oder deine Docker-Images, wenn du mehrere im Einsatz hast, aussehen sollen und kannst die immer wieder im gleichen Zustand starten. Ansonsten ist das halt ein Befehl, den du einfach ausführst und ja, das fühlt sich für mich einfach falsch an. Ich empfehle euch immer, falls es Docker Compose gibt, wählt den Weg mit Docker Compose, denn da habt ihr wirklich eine saubere und nachhaltige Lösung. Also hier könnt ihr jetzt auf dieses Docker Compose-File mal klicken. Und dann würdet ihr auch diesen Quellcode von diesem Docker Compose File hier schon sehen. Das lassen wir uns jetzt hier im Hintergrund einfach mal offen. Ich öffne das hier jeweils im RAW-Modus. Dann habe ich genau tatsächlich die Textvariante hier schon mal offen. Die brauchen wir nämlich gleich. Als allererstes müssen wir natürlich jetzt erstmal Docker installieren. Du hast für die Installation von Docker verschiedene Möglichkeiten. Und zwar einmal kannst du Docker aus den normalen Repositories der Distribution installieren. Ich würde das jetzt empfehlen. Ich habe jetzt hier ein TuxWiz Mini, meine eigene Linux-Distribution, in der stabilen Variante. Die basiert auf Debian Stable. Da ist das Docker, was da drin ist, natürlich nicht das aktuellste. Du kannst auch einen Docker direkt von Docker nehmen und dort, also direkt vom Hersteller, und dort wird genau erklärt, wie du das für deine Distribution installieren kannst. Wir entscheiden uns jetzt hier aber für die Variante aus der Distribution und die kann ich ganz einfach hier installieren mit sudo apt install docker.io. Es gibt noch ein anderes Paket, Docker heißt das nur, das hat damit aber nichts zu tun. Ich gebe jetzt hier mein Passwort ein und jetzt wird hier schon Docker installiert. Ich möchte dieses Docker-Image dann als mein Benutzer hier starten, nicht als Root. Das macht einfach Sinn aus Sicherheitsgründen. Dazu muss ich aber in dieser
Docker-Gruppe drin sein. Während der Installation wird jetzt hier eine Gruppe angelegt, die heißt Docker, und da kann ich mich dann hinzufügen mit sudo usermod -a -g docker und dann meinen Usernamen, in dem Fall hier tux. Jetzt bin ich schon in der Gruppe drin. Ich müsste mich jetzt einmal ab und wieder anmelden, damit das aktiv wird. Das habe ich jetzt hier schon mal für euch gemacht. Ich kann jetzt mit id, mit dem Befehl id auch nochmal gucken. Ich bin jetzt hier in der Gruppe Docker drin. Ich befinde mich jetzt hier in meinem Home-Verzeichnis HomeTux und ich mache dann in der Regel immer nochmal ein Unterverzeichnis für Docker, also mkdir Docker, und wechsle dann da rein, cd Docker. Und hier würde ich dann meine Projekte anlegen. Jetzt mache ich jetzt hier mein Projekt, nämlich mein DocOVPN, mkdir DocOVPN, und kann da auch dann wieder reinwechseln. Und hier erstellen wir jetzt nämlich dann diese Docker Compose Datei. Docker Compose ist mittlerweile in aktuellen Docker Versionen direkt in Docker integriert. Das funktioniert dann mit Docker Leerzeichen Compose wird das aufgerufen. Hier bei der Variante, die jetzt hier aber bei Debian Stable dabei ist, war das noch nicht so. Da war das ein einzelnes Paket. Das können wir auch nochmal suchen. apt-cache search docker. Und dann mache ich da noch ein Dachzeichen davor. Dann wissen wir genau, dass wir nur Pakete angezeigt bekommen, die auch mit Docker beginnen. Und da sehen wir schon docker-compose. sudo apt install docker-compose. Und das war damals halt eben noch ein eigener Befehl. Der wurde dann auch mit docker-compose aufgerufen. Heute, wenn du jetzt das Docker aus dem Docker-Repository nutzt, einfach docker-compose. Das ist der einzige Unterschied, sonst funktioniert das identisch. Jetzt ist also docker-compose hier auch bereits schon installiert. Jetzt müssen wir natürlich noch dieses Compose-File hier haben. Und das kopieren wir uns jetzt einfach. Ich mache jetzt hier einfach mal, kopiere mir das hier, markiere alles mit der Maus, kannst auch Ctrl-A machen und erstelle dann so auf dem Dateisystem diese docker-compose.yaml. Also, ich nutze jetzt hier mal vi, du kannst aber auch nano nutzen, vi docker-compose.yaml. Und dort füge ich jetzt hier alles ein. Und hier sehen wir schon, hier wird einiges definiert. Zum einen wird hier der Port definiert, auf dem nämlich dieser OpenVPN-Server lauschen soll. Standardmäßig nutzt die Software UDP. Das macht auch Sinn, das zu nutzen. Wenn du TCP nutzen möchtest, müsstest du hier hinter TCP schreiben. 1194 ist der Standardport, den solltest du auch belassen. Dann kannst du natürlich hier hinten noch die Host-Adresse angeben. Also hier oben wird halt angegeben, wie du das machen kannst, in einem .env-File. Da macht er einfach, prüft er die IP-Adresse, die du gerade hast, und schreibt die dann in einem .env-File. Wir können das Ganze, ich speichere das mal ab, können das auch mal hier ausführen. Echo Host-Adresse, curl. Curl ist jetzt hier noch gar nicht drauf. sudo apt install curl. Führe ich das nochmal aus. Und jetzt hat er hier diese sogenannte env-Datei erstellt, .env, und da werden so Environment-Variablen definiert. Mit diesem curl hat er jetzt deine aktuelle IP-Adresse geprüft. Das passt jetzt für den aktuellen Stand natürlich, weil die IP-Adresse jetzt hier bei mir jetzt gerade stimmt. Ich möchte da aber natürlich mit dyn-dns arbeiten, also trage ich hier meine dyn-dns-Adresse ein. Die heißt bei mir tuxvis.mu.com. Also das ist jetzt hier schon mal definiert. Und dann muss ich natürlich im Router auch noch gucken, hier ist die dyn-dns-Konfiguration in meinem Router. Das musst du bei dir schauen, wie das bei dir im Router dann genau aussieht. Hier musstest du dann natürlich auch noch im Bereich NAT diesen Port entsprechend forwarden. Das ist wichtig, damit du nachher von außen auch deinen VPN-Server erreichen kannst. Das geht bei mir hier im Bereich Netzwerkeinstellungen und dann unter NAT. Und da habe ich hier diesen Port 1194 auf den Zielport 1194 auf meinem Client weitergeleitet. Mein Client und hier unten noch das Protokoll UDP ausgewählt. Das ist noch ganz wichtig. Mein Client hat eben halt im Moment diese IP-Adresse, IP-A-S. Und da sehe ich hier die IP-Adresse von meinem Ethernet-Interface, die ist 1.157. Also die Konfiguration auf dem Router habe ich jetzt hier bereits schon vorgenommen. Das müsstest du natürlich für dich dann noch machen. Und jetzt könnten wir einfach dieses Docker Compose schon mal ausführen. Das können wir mal ausprobieren. Und zwar können wir hier uns die Docker Compose Datei nochmal anschauen. Das musst du natürlich nicht alles machen. Wir machen mal einfach nur dieses hier. Und wir führen jetzt hier an dieser Stelle einfach ein Docker-Compose ab
-d aus und das startet uns den Container dann auch schon im Hintergrund. Ich mache das jetzt hier mal, docker-compose up-d. D steht für Detach, also er startet den Docker-Container im Hintergrund und lässt ihn dann auch schon laufen. Wir können uns das jetzt hier angucken mit docker-ps und da läuft der Container. Und hier sehen wir auch, dass dieser Port 1194 jetzt auch schon exposed wird auf den Container-Port 1194 UDP. Hier dieser Port 8080, der läuft nur im Container, der ist nicht exposed. Er hat jetzt also den VPN-Service schon gestartet und wir haben jetzt auch automatisch schon immer ein Client-Zertifikat und eine entsprechende Konfiguration. Die finden wir hier im Verzeichnis cd-openvpn-conf und dort im Ordner Clients und dort generiert er einen zufälligen String, den wir jetzt hier mal aufrufen. Und da finden wir die Client-Konfiguration. Die können wir uns jetzt auch kopieren. Copy client.ovpn, die kopiere ich mir jetzt mal auf meinen Home Tux. Und die müsstet ihr jetzt natürlich dann auf diesen Client kopieren, diese OVPN-Datei, den ihr mit eurem Heimnetzwerk verbinden möchtet. Das kann entweder ein Android-Gerät sein, ein normaler Linux-PC, aber auch ein Mac oder Windows-Computer. Und selbst für iOS gibt es einen OpenVPN-Client. Ich zeige euch das hier mal ganz kurz mit dem Network Manager. Ich habe hier den Network Manager mit dem Network Manager OpenVPN. Also das kannst du auch mal suchen. apt-cache search OpenVPN. Und dann zeigt er dir hier alle OpenVPN-Sachen entsprechend an. Und zwar wäre jetzt hier network-manager-openvpn das Paket. Und du brauchst auch noch, wenn du GTK verwendest, Network Manager OpenVPN GNOME. Und dann integriert sich das Ganze hier in den Bereich VPN-Verbindung und du kannst dann hier sagen, eine VPN-Verbindung hinzufügen. Und ich könnte die jetzt hier manuell einrichten, ich kann aber auch einfach diese gespeicherte VPN-Konfiguration importieren und sage dann hier, ich wähle meine zuvor rauskopierte Client-OVPN. Und hier ist die dann schon drin, ich sage hier einfach nur noch speichern, ich kann dem Ganzen auch noch einen Namen geben. Und sage Speichern und kann dann hier im Bereich VPN-Verbindung direkt diese Verbindung aufbauen und habe dann schon erfolgreich meine VPN-Verbindung in mein Heimnetzwerk aufgebaut. Du kannst also so ohne weiteres ganz schnell mal einen VPN-Server aufsetzen und den dann auch wirklich sicher betreiben. Und hier sind auch noch ein paar Kommandos. Hier auf der Webseite von DocOVPN kannst du dir genau angucken, wie das halt funktioniert, wenn du zum Beispiel weitere Benutzer anlegen möchtest und weitere Client-Profile erstellen möchtest. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren, beim Nachbauen. Melde dich auch bei uns in unserer Telegram-Community, falls du nicht weiterkommst. Und ich helfe dir auch in den Kommentaren gerne weiter. Bis bald und tschüss.